In Deutschland leben 80 Millionen Menschen, 5,5 fahren täglich mit dem Zug und ich erzähle euch heute eine Geschichte, die mir gestern im ICE passiert ist. Ich saß im Zug und habe dort fleißig eure YouTube-Kommentare beantwortet. Und da sieht man ja zum einen euren Namen und daneben ist ja so ein kleines Bild von euch. Und irgendwann hat sich eine junge Dame neben mich gesetzt und ich habe fleißig einfach meine YouTube-Kommentare beantwortet. Und irgendwann meint sie so zu mir, ey, sorry, dass ich dich störe, aber ich kenne den da, der gerade auf deinem Bildschirm ist. Und ich so, wen meinst du genau? Und dann zeigt er auf einen Thomas. Das heißt, gerade den Kommentar, den ich beantwortet habe, diesen Thomas, den kennt sie eben, weil sie eben in der Nähe von diesem Ort wohnt, wo Thomas herkommt. Ich fand diesen Zufall echt bemerkenswert, dass man sich im ICE nebeneinander sitzt und plötzlich über einen Menschen spricht, den man beim anderen auf dem Bildschirm sieht. Schöne Grüße gehen raus an Thomas von der Freiwilligen Feuerwehr Reisensburg bei Günzburg, weil um dich geht's in dieser Geschichte. Und wenn ihr auch mal so einen Fall hattet, dann schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Wollt ihr mehr über die Feuerwehr erfahren, dann folgt meinem Kanal.